Mal sehen, welche Pressemitteilungen die Devisenmärkte am Dienstag, den 4. Juli, aufrütteln könnten. Dies ist der Wirtschaftskalender. Die US-Märkte werden heute aufgrund des Unabhängigkeitstages geschlossen bleiben. Um 8.30 Uhr werden die britischen Daten zum Bau-EMI für Juni freigegeben. Der Mai-Index überraschte positiv und stieg auf ein 17-Monats-Hoch, und zwar aufgrund eines starken Wachstums im Bereich des Wohnungsbaus. Die Daten zum europäischen Produzentenpreisindex für Mai folgen um 9. Im April blieben die Preise unverändert, da der starke Rückgang der Energiepreise die Gewinne im Bereich der Konsum-, Kapital- und Zwischengüter wieder umkehrte. Um 13.30 Uhr stehen die Daten zum kanadischen Industrie-EMI für Juni an. Der Index ist im Mai etwas gesunken, bleibt aber dennoch gut im positiven Territorium. Die australischen Daten zum Dienstleistungsindex für Juni sind um 11.30 Uhr fällig. Im Mai verlor der Index 1,5 Punkte und erreichte seinen niedrigsten Stand in 3 Monaten. Die japanischen Daten zum Dienstleistungs-EMI für Juni werden um 12:30 Uhr verfügbar sein. Im Mai überragte der Index die 52,2-Punkte-Marke, die im Vormonat fixiert wurde. Und die chinesischen Daten zum Kaixin-Dienstleistungs-EMI für Juni schließen den Wirtschaftskalender um 1.45 Uhr ab. Die Daten überraschten positiv, der Index stieg auf ein 5-Monats-Hoch. Das war der Wirtschaftskalender für Dienstag. Ich bin Kias Khalil, schalten Sie am Mittwoch wieder ein.